Hallo liebe Freizeitpark- und Achterbahnfans, heute zu einem kleinen Videospecial von mir anlässlich der 400 Abonnenten auf meinem Kanal. Dass ich mein 300 Abonnenten-Special auch schon ein wenig mit der Historie rund um den Europapark beschäftigt hat, habe ich mir gedacht, schaue ich doch einfach mal in meine Parkplansammlung hinein und siehe da, eine Parkinfo aus dem Jahr 2005 ist aufgetaucht und zum kleinen Vergleich vielleicht noch eine Parkinfo aus dem Jahr 2013. Also bleibt dran, viel Ja, Spaß! losgehen soll es natürlich mit der Parkinfo aus dem Jahr 2005. Diese brauchen wir erstmal nicht. So, erstmal aufhalten. Ja, wie ihr vielleicht merkt, bin ich, was Parkpläne aufhalten angeht, nicht so der Profi drin. Liegt vielleicht daran, dass ich das nicht so oft benötige. Was hier jetzt als erstes auffällt, ist auf jeden Fall das alte Design des Parkplans. Ihr werdet es nachher 2013 im 2013er Parkplan noch sehen. Das Design hat sich seit 2012 geändert. Meiner Meinung nach ist dieses alte Parkplan-Design jedenfalls sehr filigran gezeichnet, mit ein bisschen mehr Details versehen, wurde aber dann zuletzt gegen 2012 hin sehr unübersichtlich und sehr ungenau, meiner Meinung Ja, nach. hier werde ich jetzt heute allerdings auf die Änderungen im Vergleich zu heute eingehen und am meisten geändert hat sich wahrscheinlich im hinteren Parkteil des Europaparks. Wie ihr seht, hier das neue Hotel Colosseo, in dem Fall gerade mal ein Jahr alt, Baujahr 2004. Und in diesem Jahr neu war die Atlantica, der Atlantica Supersplash. Hier seht ihr auch noch nicht das Casa Aventura. Hier fehlt noch der Wiener Wellenflieger, beziehungsweise früher Silvretta Nova Wellenflieger. Und ganz klar, was hier sofort ins Auge sticht, Blue Fire, Wodan, Whale Adventures und der gesamte isländische Themenbereich fehlen natürlich auf diesem Parkplan. Ja, um vom hinteren Parkteil ein wenig in die Mitte des Parks zu kommen, beziehungsweise des Parkplans, hier sehen wir ganz klar auch einige Veränderungen. Zum einen der Kamtschatka Airline Club, ich muss kurz überlegen, wie der Name heißt. Das war das letzte Jahr, in dem diese Attraktion im Betrieb war. Zur Saison 2006 wurde diese ja umgestaltet in den Football Scooter bzw. in der World of Football von Adidas. Und hier sehen wir auch ein nicht mehr existierender Themenbereich, wenn man das so nennen kann, und zwar das Schokoland. Früher, jetzt schon wieder Werbung, Milka Schokolade, an Milka Schokolade angelehnt. Hier noch der Europaplatz, wo jetzt sich der Brunnen befindet, beziehungsweise jetzt sogar schon der Luxemburger Platz sich befindet und natürlich ganz klar hier das Historama komplett umgestaltet. Meiner Meinung nach war dies davor ein echt hässlicher Kegel, der irgendwie so im Park rumstand. Durch das Historama ist der optisch auf jeden Fall einiges schöner Ja, geworden. ein kleines Detail ist mir jetzt doch noch aufgefallen im hinteren Parkbereich eher. Und zwar befand sich früher ja eben bei der Monorail bzw. dem Milka-Bähnle die Kehrtwende an der norwegischen Stabkirche. Das heißt, man fuhr nicht ganz nach hinten bis nach Island und an der Atlantika vorbei, sondern früher machte die Monorail einfach als Rundkurs ohne Transportmöglichkeit eine Kehrtwende bei der norwegischen Stabkirche und der Vendiama In vorbei. welchem Parkteil sich die letzten 7 Jahre, sagen wir mal, auch nicht viel weniger verändert hat, wie zum Beispiel jetzt im hinteren Parkteil mit Island, ist eindeutig der Parkteil in Richtung Rust, also in Richtung Ort hin. Als erstes fällt hier auf jeden Fall auf der Märchenwald. Damals nur eine wenig genutzte Durchgangsstraße mit ein paar alten, oldschool-klassischen Märchenhäusern, wie man sie aus jedem älteren Märchenwald kennt, und natürlich Wichtelhausen. Hier sieht man noch die alten Picknickplätze, die es damals vor Arthur eben in dem Wald gehabt hat. Fand ich damals einen wirklich schönen, ruhiger Platz, fernab von irgendwelchen Besucherströmen. Aber durch Arthur ist dieser schöne Platz natürlich jetzt weggefallen. Und um hier weiterzugehen, sieht man ganz klar, die Welt der Kinder bis 2015 natürlich existieren. Hier allerdings gab es noch das Land eines bekannten Cremenherstellers, um nicht schon wieder Werbung zu machen. Ich muss sagen, wenn ich mir das jetzt so anschaue, ist mit Irland, dem Europapark, wirklich ein echt guter Themenbereich gelungen, und die Welt der Kinder hat meiner Meinung nach auch schon lange nicht mehr in das Gesamtbild des Europaparks gepasst. Zwei kleine Attraktionen sind mir jetzt noch aufgefallen, die es 2005 auch noch nicht gab, und zwar hier in England. Da sieht man noch die Baron Williams Mystery Hall, ein kleiner Walkthrough. Ich weiß, als Kind habe ich mich da fast eingenässt. Ich hatte so Angst, bin noch nie Geisterschloss gefahren oder so. Hier steht jetzt an dessen Stellen natürlich der London Bus und das Crazy Taxi.
Ja, und zu guter Letzt kommen wir noch in den vorderen Parkteil, wo sich ja auch die letzten Jahre einiges getan hat. Zum ersten sei hier mal Griechenland erwähnt. Man sieht es, man kann es jetzt nicht genau erkennen, aber hier fehlt definitiv noch Pegasus und ein bisschen weiter vorne an der Eisshow Abenteuer Atlantis, genau. Um jetzt wirklich in Richtung Haupteingang zu kommen und auch dem vorderen Parkbereich. Ich finde es unglaublich, dass in diesem Jahr Silverstar gerade einmal 3 Jahre alt war und ich mich eigentlich noch recht gut an den Bau erinnern kann und ich daran merke, wie verdammt alt ich eigentlich bin. Der Eurotower auch noch im alten Glanz und in Italien hat sich natürlich zur Saison 2011 auch ein wenig was getan. Das sieht man jetzt nicht direkt hier, natürlich Piccolo Mondo, der Umbau. Und hier führt ja jetzt seit 2011 Volo da Vinci, die hängende Einschienenbahn mit Interaktivität über die Oldtimerfahrt und die Elfenfahrt, über diesen sehr ruhigen Parkteil, wie ich finde. Ja, im Haupteingang erkennt ihr ganz klar seit diesem Jahr. Das Voletarium fehlt natürlich noch. Hier hat sich das rote Zelt mittlerweile verdünnisiert und wurde durch einen modernen Bau ersetzt. Auch hier das Spiegelzelt wurde durch die Erweiterung vom Dom integriert bzw. Nicht mehr freistehend gelassen. Ja, wie ihr seht, ich bin jetzt glaube ich nicht auf jedes kleine Detail eingegangen. Wie gesagt, Spices habe ich jetzt zum Beispiel nicht erwähnt. Aber wie ihr seht, seit 2005 hat sich wirklich echt einiges im Park geändert. Und da schauen wir jetzt mal in einen Parkplan vor 4 Jahren, und zwar dem 2013er Parkplan. Ja, Kurz, wie ihr nochmal. jetzt schon gut erkennen könnt, das neue Design des Europapark-Parkplans seit der Saison 2012. Und zwar habe ich vorhin erwähnt, dass dieser alte Parkplan mit der Zeit so unübersichtlich wurde. Wenn ich mir das jetzt hier ansehe, durch die ganzen Nummern, wie die Themenbereiche hier eingezeichnet sind, weiß ich nicht, ob das hier wirklich übersichtlicher ist. Aber gut, das sei mal Was ja dahingestellt. ganz witzig war, im Parkplan der Saison 2013 war das meiner Meinung nach absolut nicht gelungene Marketing bei der Arthur-Attraktion. Und zwar hat man hier schon seit der Saison 2013 die große Neuheit 2014 eingezeichnet. Arthur the Ride, damals noch im Bau und nicht im Parkplan oder nicht im Parkbesucher zur Verfügung, aber trotzdem einfach aus Werbezwecken schon eingezeichnet. Ja, im hinteren Parkteil, wie man ganz klar sieht, Bellrock ist dazugekommen, das Thunder Isabel ist dazugekommen, Wodan, Blue Fire, Whale Adventures, Little Island, die Monorail wurde erweitert, also auch hier die Halle eines russischen Gaslieferanten. Ja, hier hat sich auch wirklich einiges getan. Ganz da oben im Ecken könnt ihr es erkennen. London Bus und Crazy Taxi sind natürlich dazu gekommen 2013. Hier Abenteuer Atlantis, Pegasus. Das Europa-Park-Confortainment Center wurde hier erweitert. In diesem Jahr gab es auch schon das neue Salonkarussell Eden Palladium, das über 100 Jahre alte historische Pferdekarussell. Allerdings ist die Welt der Kinder hier immer noch zu sehen. Auf jeden Fall ohne den Sponsor, den Cremehersteller. Im italienischen Themenbereich sind Volo da Vinci und Piccolo Mondo neu dazugekommen bzw. umgebaut worden. Ja, das war jetzt mein doch etwas länger gewordenes Review zu den Parkplänen 2005 und zum Vergleich der Parkplan aus dem Jahr 2013. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Besitzt ihr vielleicht noch alte Parkpläne, vielleicht noch vor 2005? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare und lasst es mich wissen. Bis dahin vielen Dank für 400 Abonnenten und bleibt dran. Ciao!